Seid gegrüßt, liebe Freunde, wieder zu einer weiteren Folge. Heute ist im Auftrag des Königs in Everant zurzeit noch. In der letzten Folge haben wir schon 3 Sklaven befreien können und sie sicher zu einem Nomadenlager geleitet. Dann gibt es noch was, und zwar das Geschäft. Da sind auch 2 Sklaven in der Festung gefangen. Die heißen Bruce und Oyo. Und die gilt es auch noch zu befreien. Und zwar, der Bruce hat ja herausgefunden, dass in der Mühle, in der Nähe der Mühle, ein Nomadenlager ist. Und wenn ich dorthin gehe, dann könnte ich dann also diese Nomaden um Unterstützung bitten. Ich habe im Kopf, dass das eventuell Saids Truppe das ist oder das Nomadenlager, was so ein paar Schritte von dem entfernt ist. Also, bevor wir uns dahin verzennen, dann werden wir mal uns sichere Klamotinskis anziehen, wie zum Beispiel eine verstärkte Nomaden... Nein, nicht verstärkte, sondern die verschwerte Nomadenrüstung. Und dann gucken wir mal, wo haben wir denn... Ja, da ist zu Saids Nomadenlager. Oder ich habe doch noch ein anderes. Moment. Amarana, Amarant, das ist Said, das ist Ishtar. Das ist... Oh, Finsternis. Na, okay. Dann werden wir das mal folgendermaßen machen. Wir gehen dann halt eben auf Said Seite. Wunderbar. Ja, dann gucken wir mal, ob er was dazu sagen kann. Hilfst du mir jetzt, Amarna zu erobern? Zeig mir Umgang mit Bogen. Ich will stärker und geschickter werden. Okay, da kann ich nichts über die Sklaven berichten. Gibt es hier denn noch... Oh, sorry. Mal ein bisschen Runde laufen. Noch jemanden, der... Ja, ja, Lava mal. Nee, dann werden wir doch mal zu den anderen gehen. Zu dem anderen, da wo Ruslan und der Papa ist, da... Ist ja da hinten. Ja, da kann man ja... Das ist ein Katzensprung eigentlich, ne? Also, ein Roland-Hechtsprung sozusagen. Ein paar Sprünge sind es schon mehr. So ist es ja nicht. Bam, 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 bam. Los, komm. Ja, da haben wir wieder so einen kopfbetuchten. Das ist ja der Kamal. Vielleicht kann der uns helfen. Ich weiß es nicht. Nee, Kamal kann uns nicht helfen. Dann gehen wir weiter. Dann sind es doch die Nomaden hier weiter da hinten, weil die Mühle ist ja... Kann man die von hier aus sehen? Nee, also die ist irgendwie da oben drüber. So, das müsste das Nomadenlager sein. So, in der Höhle waren wir. So, hey, was kühlst du dir hier? Deine Schwert? Malev. Ah, Malev ist unser Handelsmensch. Mal gucken, zeig mir deine Ware. Ein paar gute Sachen hat er nicht. Außer, Moment mal, Pfeil, Eisbolzen. Ja, ich bräuchte Gift und bei Jafar kann ich noch kein Gift extrahieren oder lernen. So, das bist du, das ist Ruslan. Ruslan, sag mal was, bring mir bei, wie man kämpft. Der bringt mir nur Sachen bei. Aha. Dann haben wir noch den hier. Mensch, wen kann ich denn anfragen? Manuel? Und wie sieht es aus? Und meine Fortschritte in der Magie. Ich denke, ja, okay, das ist Magie. Dann gucken wir Mercurius. Das ist jetzt aber ein bisschen... Mal gucken. Zeig mir deine Ware. Wen muss ich denn ansprechen? Oh, hier gibt es noch ein paar Sachen. Essenz der Heilung. Und Extrakt der Heilung. Ein bisschen hier was rausziehen. Sicheren Seite sein. Und Moment, was haben wir hier? Das ist reine Lebensenergie. Die hat er auch. Vollständige Regeneration. Na, mir zu teuer. So. Den großen Lederbeutel, den ich damals unter Tatarons Haus, den habe ich schon gefunden habe, den habe ich schon aufgemacht. Ja, hahaha, lustig. Wen muss ich ihn ansprechen, damit ich hier Bruce und Oyo Shaban vielleicht? Hey du! Nee. Er kann mir nur Sachen beibringen. Nomade? Nomade. Und dann geht's wieder in die Finsternis hinaus. Naja.
Also das ist doch das Nomadenlager über der Mühle. Ein anderes Nomadenlager kenne ich nicht bei der Mühle, wo es nur runtergeht. Also ein Weg runtergeht. Ich verstehe es nicht. Russland. Ja, die haben wir alle durch. Okay, dann jump ich mal wieder. Vielleicht habe ich ja bei Said wen vergessen. So, hier habe ich auch nochmal alle angequatscht, sicherheitshalber. Also die Namen hatten, und ich komme hier partout nicht weiter. Also partout nicht weiter. Was habe ich also gemacht? Oh, das ist der Typ, der immer noch Malle auf mich ist. Gut, okay. Folgendes. Ich werde mal zurück zu Amana gehen. Dabei muss ich natürlich auch wieder diese Assassinenrüstung tragen und auch mal vorsichtshalber ein bisschen Mana scheppern, trinken. Gut, das wird erstmal reichen. Und dann, nein, Amana. Ich verstehe das nicht. Gut, ich verstehe das schon, wenn ich, also ihr seht, mein Gesicht ist heller. Das heißt, auf meinem zweiten Monitor habe ich die Komplettlösung aufmachen müssen. Und bin auf etwas gestoßen über das Geschäft, wobei ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Und zwar, mit Bruce und Oyo habe ich gequatscht. Ich soll wieder zurück zur Mühle gehen, heißt es da, und irgendwo einen Weg finden und dann soll ich einen Tagebucheintrag, ping, hören. Das ist für mich, ja, das ist ein leichter Kritikpunkt. Das heißt also, ich muss irgendwo hier rumwandern. Es gibt ja irgendwo auch so einen Weg, der runtergeht. Also der geht dann runter. Irgendwo hier an der Stelle. Und mal gucken, ob wir dann da den Ping-Pong-Pong-Tagebucheintrag hören. So, das wäre nämlich dieser hier. Moment mal. Okay, hier ist nichts. Das wäre nämlich hier, wenn wir jetzt hier geradeaus gehen. So. Das wäre dann der hier. Tatsache. Da muss mal einer drauf kommen. Da muss mal echt einer drauf kommen. Doch, wenn man es genau sieht, ja, dann muss man ja erstmal den Weg finden. Aber wir haben ja noch einen neuen Tagebucheintrag. So, ich habe den Weg gefunden, der zu dem Nomadenlager führt. Jetzt kann ich Bruce und Oyo holen. Das heißt also, ich brauche erstmal gar nicht mit den Nomaden reden, wie ich es vorher geplant hatte, sondern wir werden jetzt mit Bruce und Bongo. Wie komme ich auch immer auf Bongo? Bruce und Bongo. Okay, ein 80er-Jahre-Titel mit Ich bin geil. Geil. Gut, okay, die Älteren von uns kennen eventuell diesen One-Hit-Wonder mit dem deutschen liebsten Wort. Ich bin geil. Und die Jüngeren, ja Gott, ist jetzt auch keine Schande, das nicht zu kennen, so ist es nicht. So, Bruce und Oyo waren ja auch eingeschappert. Die waren eingesperrt, wer bist du? Du bist Hulam, aha. Ich meine, die waren hier eingesperrt. Mal gucken. Nee, die waren da hinten ein. Ja, hier, schräg gegenüber. Aber Moment mal, wo geht's denn hier nochmal rein? Ah, cool. Ui, cool. Speichern wir mal ab. Ja. Da ist der mal eben kurz reingegangen, der Hulam. Um zu gucken, was ich mache. Okay, dann machen wir mal die Tür von außen zu. Das ist die falsche Seite. Achso, okay. Raus hier! Ich wollte hier gerade schön plündern. Gut, okay. Thema verfehlt 6 setzen. Okay, los. Hier müssten die beiden sein. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Bruce, ich habe den Weg gefunden. Yeah. Ich habe den Weg zu dem Nomadenlager gefunden. Lass uns am besten sogleich auf den Weg machen. Wir danken dir, mein Freund. Das werden wir dir nie vergessen. Bei den Nomaden soll ein Magier des Wassers leben. Am besten bringst du uns zu ihm. Vielleicht kann dieser den Anführer der Nomaden überreden, dass man uns aufnimmt. Gut, dann kommt. Cool. So muss es sein. Und Oyo, hast du auch noch was zu sagen? Nö, den kann man nur einen Heiltrank geben. Ja, da wollen wir mal gucken, ob wir das eventuell... Warte mal. Liegt da noch irgendwie eine Knüppel aus dem Sack oder was? Tatsache, eine Nagelkeule. Das hier schon... hatte ich schon. Okay, immer alles kontrollieren. So, dann geht's jetzt Stantepede straight down to the Nomaden Mercurius Magier. So. Schön. Ja, da scheint die hier nicht zu kümmern. Dass ich hier so zwei oben ohne Nackerte da durch die Gegend mitnehme.
Jups. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass Jum, sehr gut. Dass bestimmt irgendwie da was gespawnt wird. Dass mir irgendwelche Knüppel in den Weg oder in unseren Weg gelegt werden. Ah ja. Das kann nämlich durchaus passieren. Bam, 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 bam. Ram, bam, 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 bam. Boy, dich da. So, der Befreier. Roland, der große Befreier. Wir müssen hier lang. Wo seid ihr noch? Da, ihr seid noch alle da. Gut. Ja, hier ist er. Na, wo seid ihr denn jetzt? Habt ihr euch versteckt hinter den Büschen oder was? Okay, jetzt sind wir hier an dem Anfang. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass sie hier nicht wieder irgendwie auf Abwägen gehen. Den speichere ich mal wieder. Und während ich hier runtergehe, vorsichtig. Meine, so weit ist der Weg nicht. Könnte jetzt im Off die beiden hinbringen. So, Hauptsache die gerade Linie stimmt. Gut. Okay. So. Das ist mal ganz wichtig. Große Kurven. Und nicht zu weit. Würde ich jetzt hier schon nach da, dann würden sie nicht weiterkommen. Aber ihr kennt ja den Fehler. Ja, jetzt sind wir schon ziemlich weit unten. So. Hier können sie hängen bleiben. Nee, tun sie. Oh, da ist was. Da ist was. Da sind welche. Siehst du, die gab es nämlich vorher noch nicht. Schauen wir mal. Das sind sogar Assassine. Na, vielleicht sind die mir freundlich gesonnen. Schauen wir mal. Weil ich ja auch so ein bisschen Assassine. Oh, das sind drei Stück. So, was haben die jetzt vor? Was wollen die machen? Assassine. Assassine. Anführer. Hallo. Hey, wo willst du hin mit den Sklaven? Welche Sklaven? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Wir wissen Bescheid. Oh. Du willst sie zu den Nomaden bringen. Verdammter Mistkerl. Das sollst du jetzt büßen. Oh, weia. Scheiße, kein Geschwindigkeitsring. Gegen die komme ich doch niemals nicht an. War doch logisch. Ja, da diese schön alle an einem Fleck stehen, werde ich mal versuchen. Warte mal, warte mal. Okay, dann werde ich eben mal runterspringen. Hallo, du sollst mal hier runter. Ja, genau, so wie du, Bruce. Genau, richtig. So. Und dann habe ich nämlich was in petto, und zwar die Eiswelle. Bin ich mal gespannt, ob das klappt, dass man die... Ojo, okay, bleib mal... Yeah. Bleib mal schön hinter mich. Hinter mir. Geh bloß weg. So, das sieht doch gut aus. Eingefrorene Assassinen on the rocks. Yeah. Super Dufte. Okay. Dann warte ich noch, bis er da aufgetaut ist. Der große Anführer. Vielleicht gibt es da noch irgendwie was. Pass auf. Noch. Okay. Er hat aber eine gute Waffe. Fusel die Busel. Hier. Aha. Ober zwei Händer. Mein Schädel. So, Anführer. Oh Mann, mein Kopf. Moment mal, sein Kopf. Hey, das du. Heißt. Hallo. Oh, hallo. Mein Schädel. Verschwinde, ich rede nicht mit jedem. Okidoki. Jetzt. Okay, hat das ein bisschen gehakelt eben. So, Anführer, was hast du denn zu sagen? Ich speichere mal lieber ab. So, Anführer. Hey. Mit miesen Schlägern rede ich nicht. Das ist aber anders, als wir das erste Mal hatten. Mit miesen Schlägern rede ich nicht. Ich möchte nämlich nicht das Risiko eingehen, dass mir irgendwas hier... Oh, Mercurius, über wen aufzunehmen, ja. Weil hier gab es normalerweise einen Tagebucheintrag. Ich guck mal eben, ob ich einen Vergessenspruch habe. Yes, dann machen wir das mal hier. Und der sagt, nein, ihr steht mir im Wege. So, Anführer. Dann gucke ich mal, ob ich dich mal
ins Land des Vergessens bringen kann? Hey. Hallo. Hey, wo willst du hin mit den Sklaven? Welche Sklaven? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Wir wissen Bescheid. Du willst sie zu den Nomaden bringen. Oh, weia. Verdammter Mistkerl. Das sollst du jetzt büßen. Sind die jetzt wieder aufgeladen, alle? Die sind alle aufgeladen. Die machen aber nichts. Das sollst du jetzt büßen. Ja, mir doch egal. Obwohl, ich habe ja schon Punkte gemacht. Abstechen ist nicht so mein Ding. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter zu den zum Merkurius. Welche Richtung war das jetzt nochmal? Irgendwo, wo es wieder ganz steil runter geht. Das dürfte hier sein. Müssen wir also aufpassen. Und ich melde mich wieder, wenn ich vor Merkurius mit den beiden Sklaven stehe. Ja, wen haben wir denn da? Ojo und Bruce. Da unten, das sieht aus wie ein Feuergolem hier. Tja, was heißt das? Das heißt ganz einfach, wir werden mal eine Runde uns umziehen und einen anderen Knüppel anlegen, der uns gute Dienste geleistet hat. Und natürlich die Golem-Schutzrüstung. Und machen wir, gespeichert habe ich schon. So, nein. Hat er mir eine genatzt oder eben, oder was? Au, das war knapp. Beim Rutschmodus drin. Los! Gut gemacht. Ein Dreck weniger. Wo muss er sein? Euer Golem ist weg. Okay. Gut, machen wir wieder anlocken. Schön, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf der richtigen Seite bin. Ich muss in die Richtung, das weiß ich. Speichern wir mal ab und ziehen uns um. Und weiter geht's. Kann natürlich sein, dass hier noch mehr Leute sind oder so. Ja, wir nähern uns. Seid ihr auch alle dabei? Yep, ihr seid alle dabei. Das ist schön. Na? Da, es ist schon. Genau. Oh. Guck, guck, hier bin ich. Winke, winke. Ah, und es dämmert schon. Und da hinten steht unser Freund Merkurius. Noch nicht so ganz in Sichtweite, aber gleich. So, die richtige Rüstung habe ich an. Mäh. Okay. Wieder welche gerettet. Super. Na, Ziege. Bin ich so bockig. Merkurius, schau mal, was ich hier gebracht habe. Gibst du diesen beiden Asyl? Ich bringe hier zwei ehemalige Sklaven. Ich bringe hier zwei ehemalige Sklaven aus Amana. Sie heißen Bruce und Ojo und würden gerne in eurem Stamm leben. Na gut. Ich werde Said fragen, ob er bereit ist, sie aufzunehmen. Glaubst du, dass sie aufgenommen werden? Nun, Said wird sie nur abweisen, wenn sie keine ehrlichen Menschen sind. Betrüger oder Schlimmeres haben in unserem Stamm nichts zu suchen. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich bürge für die beiden. Gut, dann sind sie schon so gut wie aufgenommen. Schön. Gut, dann gucken wir mal eben, ob die beiden noch was zu sagen haben. Unser Bruce Lass zum Beispiel. Lass mich in Ruhe, du brutaler Mistkerl. Wieso hab ich... Ach, ich hab dich wahrscheinlich aus Versehen genatzt im Kampf, was? Mist. Dann gucken wir mal. Seid noch was zu sagen hat. Nee, der ist ja woanders. Wo wollt ihr denn hin? Okay. Aua, heiße Füße. Und Aschenputtel, schöne Grüße. Also sind die denn immer noch mir am Folgen oder was? Tja, folgen mir immer noch. Ah, vielleicht sollte ich nochmal auch hier gucken. Der Wassermagier Merkurius will Said fragen, ob die beiden in den Stamm aufgenommen werden. Er ist, ist sich ziemlich sicher. Ich kann also Bruce und Ojo mitteilen, dass sie damit rechnen können. Ja, ha, 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 ha. Bei Bruce ist es ja so, bei Ojo gibt es keine Option und Bruce hat ja noch
Hallo, Bo, sag mal was. Nee. Da wird nur. Da bleibt er wieder hängen hier. Da bleibt das Spiel wieder hängen. Okay, mal Lass mich gucken. in Ruhe, du brutaler Mistkerl! Oh, das hat ein bisschen gedauert. Dann kann ich auch wieder nur die Vergessensspruchrolle anwenden. Habe ich die eigentlich noch? Ja, die habe ich auch noch. So. So. Okay, da bleibt das wieder hängen. Tut mir leid, liebe Leute. Ah. Hat ein bisschen gedauert. Merkurius wird mit Said, dem Anführer der Nomaden, sprechen. Er ist aber schon ziemlich sicher, dass der Stamm euch aufnehmen wird. Wir danken dir, mein Freund. Das werden wir dir nie vergessen. Vergessen war das richtige Stichwort. Okay. Ich glaube, ich werde dann mal ganz schnell wieder zurück zu Mercurius jumpen. Und da gibt es ja noch eine Gesprächsoption. Und wenn es Nacht wird, ist es still. Und die Musik ist mal wieder aus. Ja. Gucken, hast du noch eine Option, welche Rezepturen ich habe? Kannst du mich heilen? Habe ich Heilungsbedürfnis? Nö, nicht so viel. Okay, dann schauen wir mal, wo die beiden abgeblieben sind. Die sind natürlich, ja, da hinten sind sie. Okidoki. Dann jump ich mal eben schnell zur Seite rüber. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Gesprächsoption. Ja, Seitsippe. Nomadi. Said. Okay, da gibt es nichts Neues dazu. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich als nächstes mache. Ich brauche die Erlaubnis für Hassan Mehl zu bekommen. Das mit dem Schlüssel habe ich immer noch nicht hingekriegt, beziehungsweise Sanchez hat ihn nicht. Ich komme nicht in den Lagerraum rein und ich habe ihn auch nicht im Inventar. Lasst uns mal einen Blick auf die Logbucheintragung gucken und wie ich es mir gedacht habe, gescheiterte Mission, das Geschäft. Genau, richtig. Hihi. Ich werde mal zurück nach Armana mich begeben. So, jetzt haben wir ja zwei Leute. Bin ja schon wieder an dem Punkt angekommen, wo ich mich umziehen werde. So, wo habe ich jetzt Armana drauf? Badara, können wir hier. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir noch mal hin. Gucken. Können auch eine Runde schlafen auch. Gucken, wo kann man denn eine Runde schlafen? Ja, die sind jetzt alle zu Bett gegangen. Nicht gegen die Werkbank hauen. Sasina. So. Hier sind die anderen wieder eingesperrt. So weit bekloppt ist jetzt aber auch. Hier gibt es nämlich ein Bett. Nee, gibt's nicht. Gibt's doch. Jumba-dumba-dum. Bis zum nächsten Morgen. Wunderbar, ist wieder taghell. Und gucken wir noch mal hier, wenn wir hier haben. So, hier wollte ich ja knacken gehen. Ach Raus so, hier! Scheiße. Ja, mach, dass du wegkommst! Ah, das muss ich zu einer anderen Tageszeit machen. Schauen wir mal, ob unser Händler hier, der Herr Karim, noch was Gutes im Zeig mir deine Ware. Waren. Ja, bisschen hier von dem Zeug, 4-3. Abhötte, ich habe aber nicht so viel Gold. Okay, speichern. Ich wollte nämlich hier nochmal nach den beiden Händlern nachfragen. Okay, wo sind die denn eigentlich? Nee. Ist das jetzt zu früh oder was? Oder sind die hier wieder drinne? Ah ja, nein, nein, nein. So,
Der hier und da. Was ist los? So, hier ist Hassan. Kann ich jetzt was von dir lernen? Nee, das wird nicht gehen. Aber speichere nochmal ab und dann versuche ich hier seinen Schlüssel zu klemmen. Und das hat geklappt. Turmschlüssel zur Schatzkammer von Hassan erhalten. Turmschlüssel zur Schatzkammer von Hassan erhalten. Turmschlüssel. Das heißt, also... ich muss mich immer kaputt lachen. Turmschlüssel. Turmschlüssel. Das heißt, ich könnte hier rein. Aber da wieder was. Turmschlüssel. Weil das ist ja der einzige Turm hier. Da steht aber so ein Heinz davor. Ob der mir irgendwie was sagt oder macht. Ah, gucken wir mal. Probieren geht über Schatudieren. Da steht einer. Nee, ich war doch schon hier. Ja, welcher Turmschlüssel soll denn das jetzt gewesen sein? Bei Kyros war ich doch schon. Auch ohne Hassans Schlüssel. Vielleicht ist es ja der falsche. Vielleicht ist ja hier oben noch eine Tür gewesen, die ich nicht gesehen habe. Aber das glaube ich nicht. Okay, Belazar. Ja, natürlich. Okay. Dann wird es wahrscheinlich ein überflüssiger Schlüssel gewesen sein oder ein... Weil ich habe ja Belazars Audienz bekommen. Und dann geht auch automatisch die Tür auf. So ist meine Denke. Ich hoffe, ich liege damit richtig. Liebe Freunde, so wie ich hier die Zeit sehe, wird es ein bisschen eng, ein bisschen knapp. Werde mich aber noch mal zu Uga begeben. Wo sind wir denn? Ja, hier sind wir. Uga, okay, richtige Rüstung. Das muss man sich erstmal hinter die Ohren schreiben. Mal die richtige Rüstung oder beziehungsweise Klamotte anzuziehen. Warum wollte ich jetzt nach Uga? Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ich wollte zu Uga, um was? Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich wollte eigentlich in Uga in die Katakomben runtergehen, um mich vorzubereiten, gegen Verdocha zu spielen, beziehungsweise zu kämpfen. Aber, es gibt da noch die Wüstenräuberbrücke, die bei der Festung Amana ist. Beziehungsweise hinter der Mühle, wo ich jetzt mal eben rüberjumpe bis zur Brücke dahin. Ja, aber statten wir doch mal erstmal einen Besuch zu diesem Ismael. Der ist ja so ein toller Händler. Zeig mir deine Ware. Ja, der hat natürlich auch viel von meinen Waren. Mal gucken, was haben wir denn hier noch Spezielles von ihm. Fischsuppe. Gute Sprüche. Moment mal, vergessen. Was ist denn das? Schlaf. Ach so, die sehen ähnlich aus. Monster schrumpfen. Dann Rindpfeffer. Ja, auch nicht mehr so viel. Und nur Fischsuppe. Na, vielleicht sollte ich mal hier einige Sachen noch aus meinem Inventar zu Geld machen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ich versuche mich mal mit dem Kampf in den Wüstenräubern über der Schlucht da mal. Und die Tipps von dem Taris, glaube ich, war das. Sorry, Taris. Wenn das nicht stimmt, deine Tipps mal zu beherzigen, wie ich die dann niedermetzeln kann. Also, bis später. Also bis, Moment mal, das ist jetzt die, ja, bis, das wäre jetzt bis Donnerstag, glaube ich. Und lange Rede, kurzer Sinn, gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Vor allem das mit dem Mail das und dem Schlüssel von Sanchez, das habe ich immer noch nicht herausgekriegt. Und ciao.